Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine. Ich bin Judy. Ich bin Charlie. Und gemeinsam sind wir Yusha. Und ich bin Endo von Masterzar. Hallo. Ja. Endo ist auch da. Hui. Unser ritterlicher Ritter. Und? Hallo. Kann er unser ritterlicher Weswegen Ritter seid haben? Ihr hier? Ich versuche dieses komische. Ich bin der beste Magier-Support, den man haben kann. Ja, wirklich. Merkt man. Nicht wahr? Sekündlich. Hast du den Titel unserer letzten Twine-Folge gelesen? Na? Charlie heißt mehr Glück als Verstand. Ja. Das sagt so einiges aus. Das ist die beste Beschreibung ever. Ist schön, wenn man selber die Macht hat, die Folgentitel bestimmen zu können, ne? Die Folge davor hieß Magier der beste Support. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich ja jetzt Twine übernehme. Das heißt, ich gebe jetzt auch die Namen. Lester über Charlie. Nein. Nein! Oh, Skelett. So. Du stehst auf dem Skelett drauf. Das ist voll cool, dann werden die so zusammengequetscht. Ich weiß, hab ich gesehen. Vor allem kannst du sie dann abknallen, ohne dass sie sich wehren können. Und ich kann auch drauf einschlagen, ohne dass sie sich wehren können. Kannst du mal aufhören? Ich bin noch nicht so weit. Könnt ihr mal aufhören, immer reinzuspringen, wenn ich noch nicht fertig bin? Ich stehe immer noch auf diesem Holzbein. So. Oh. Sei glücklich, dass ich nicht wieder darauf einschlage. War das nicht die, wo wir uns so geprügelt haben? Wo du meinen ganzen Namen geschrien hast? Nein, der ganze Name war woanders. Nein, das war genau hier am Ende. Roter Meisterstein, was ich mache? Na? Erhöht die Maximalanzahl der Planken um 1. Zauberer, schon meiner. Egal, was der Rest ist. So, was nehme ich jetzt weg? Stellt Mana wieder her, solange direkt. Der ganze Name, gibt es auch einen zweiten Namen? Weißt du, nein. Hm. Mein Nachname hat sie auch geschrien. Ach so. Weißt du, wie sie jetzt, weil sie mein Spiel übernommen hat, einfach mal mehr Items hat als ich? Wo war das mit der Kiste da? Das heißt, ich kann jetzt 5 Planken und 5 Kisten machen. Ich kann euch zuspammen. Ach, hat sich die Planke erhöht? Ja, um 1. Und da war noch irgendwas anderes, aber das habe ich nicht mehr gelesen, das war mir egal. Yay, das war sehr geschickt. Was war geschickt? Ja, okay. Es ist sehr einsam hier ohne euch. Das sieht nicht gut aus, deswegen renne ich mal einfach nicht weiter. Ja, das Problem ist, die Kisten sind am Weg und nimm ihr mal ein. Hey, gut, jetzt kann ich weiter rennen. Zu zweit. Ich glaube, wir sind durch, genug, kann das sein? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt raus. Ich spiele hier noch, hallo? Ah, hier, das schaffe ich. Ich bin noch beim Baumstumpf. Ist nicht hier. Nein. Nur ein großer Zauberer im Schlaf. Oh, ein großer Zauberer? Hey. Nachgespawnt. Bossfight. Könnte der große Zauberer. Licht, heller als die Sonne, blendete unsere Helden. Bilder von dem, was passiert war, blitzten vor ihren Augen auf. Oh. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den Schrein zerstört, der das Artefakt für Körper und Materie umgeben hatte. Die Zauber, die das dritte Artefakt beschützt hatten, wurden zerstört. Das Artefakt wurde gestohlen. Nein. Noch schlimmer. Es war noch mit dem Artefakt für Verstand und Macht verbunden. Ohne das Artefakt für Seele und Gerechtigkeit wurde die Kraft der Artefakte verzerrt und sie erweckte Kreaturen aus Knochen und Staub zum Leben, die sich bewegen konnten, aber ohne eine Seele und eine Bedeutung zu haben. Der Trine war der einzige Gegenstand, der das Gleichgewicht auf der Welt wiederherstellen konnte. Try. Ich bin die Diebe. Oh Manu. Okay. Der will sich jetzt schon wieder ausruhen. Dieser faule Ritter, der. Oh, hier kann man hoch? Glaube ich eher nicht. Okay, nee. Ihr rennt schon weiter. Na, 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 na. Lala, oh. Hi. Nein, nein, ich werde zerquetscht. Ich hätte jetzt gerne so eine richtig coole Fahrstuhlmucke dazu. Ja, ja, so hätte ich es natürlich auch machen können gleich. Wie willst du da denn hochkommen? Ach so. Nee, da komme ich so nicht durch. Oder ich muss einfach am richtigen... Hör auf mich zu hauen, du. Oh, wir haben es zusammen zerstört. Da waren wieder Herzchen. Yeah. Nein, oh. So, jetzt kann ich. Da irgendwie werde ich angegriffen. Ihr erfüllt eure Mission, mich zu beschützen, nicht sehr gut, muss ich sagen.
Wo wirst du denn angegriffen? Ja, genau so wie du deine Mission nicht besonders gut erfüllst und du musst das Ding mal hochheben. Habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Weil da jemand drauf stand. Charlie, du solltest vielleicht mal drüber nachdenken, warum du ständig angegriffen wirst. Ja. Ich habe einen Levelaufstieg, ich kann gerade nichts machen. Es muss an deinem Charakter liegen. Keine Ahnung, nein. Meine ich nämlich auch. Warte. Wir müssen noch tiefer. Ach, Charlie. Geht jemand mal auf den anderen Knopf unten? Da war ich schon drauf. Ja, musst du aber noch mal gleichzeitig. Ach so. Bevor das Ding mich tötet. Tada! Ein Hoch auf die fucking Kiste. Lala. So, und wo müssen wir noch tiefer? Unter uns. Ach da, ja, ich sehe schon. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Muss man nicht immer noch tiefer? Hier ging es einfach nicht weiter, deswegen bin ich jetzt ein bisschen ratlos, wie wir da runter sollen. Ach, hier ist eine Lücke, da musst du durch. Oh, warte. Ist doch keine Lücke, ich nehm's zurück. Okay. Doch, jetzt ist es eine Lücke. Viel Spaß. Ui. Das sagt man. Jetzt geht's mir schon besser. Du hättest mit einer Brücke irgendwie aushelfen können, aber... Nee, das ist nicht lang genug. Nein! Ja, tot. Gut, hier ist ein Speicherpunkt gleich. Spring mal hoch da. Ich hab's geholt. Alles, was zählt. Dankeschön. Ihr werdet eh durchgelaufen. Nein, es fällt. Achso, ich hab die Pfeile schon gezückt. Oh, hart. Was ist passiert? Die ganze Brücke ist weg mit dir. Du bist beinahe mit runtergefallen. Timing. Geht's da runter? Warte, es muss doch einen Grund geben, warum man Ernst? Sich da festhaken kann. Charlie? Ich wollte natürlich gerade rüber, du Depp. Ja, da kannst du ganz normal drüber springen. Nein, ich nicht. Hat Anna doch auch gemacht. Da war aber nix. Leute? Hättest du auch einfach die Brücke aufbauen können. Ist euch klar, sie ist total... Einzeln weg, einzeln. Nein, ich geh nicht hin, wenn sie die Dinger in der Hand hat. Geh da weg, ich will die runterwerfen, du Depp. Aua. Ich halte die ganze Zeit für euch fest, aber ihr irgendwie... Nachher. Oh Mann, wir sind angegriffen. Ja, weil ich dir nicht traue hinter mir. Ja, selber schuld. Jetzt hast du dich selber zweimal verletzt. Herzchen. Anstatt einfach zu warten. Haben wir zusammen kaputt gemacht? Zusammen kaputt gemacht. Das ist so süß. Ey, da ist einer unten. Ich kam da voll richtig langsam angeflogen an. Oh, da kommt noch einer. Ey, der steht nicht auf, ich kann ihn nicht sehen. Willst du mich verarschen? Oh, der ist weg. Der ist einfach weg. Ich glaube, hier musst du kaputt machen, Enno. Oh. Kommen wir da nicht ran. Obwohl gar nicht, warte. Brauchst du nicht. Auf der anderen Seite. Bleibt einmal stehen, genau da stehen bleiben. Ja. Meins. Nein! Ja. Wir müssen jetzt leider zu Fuß gehen. Tut mir leid. Ich hab den Wagen eventuell schon losgegangen. Upsala. Ich komm da gar nicht rüber. Nein. Enno, spring mal. Spring mal. Okay. Das heißt, wir müssen oben rum lang. Das heißt, ich muss hier erstmal wieder. Hallo? Hallo? Warum darf ich nicht? Ich darf nichts machen. Vielleicht wegen dem Checkpoint oder so? Aber so verschwinden meine Kisten. So schnell kann ich die immer nicht fangen. Dann mach mal über einen Checkpoint oder so. Such da mal. Hä, irgendwie darf ich gerade nichts machen. Macht immer so eine komische Geräusche. So. Keine Ahnung. Das war ja noch nie. Also ich kann hier ganz so, normal. Jetzt. Ui. So. Ja, jetzt müssen wir halt leider zu Fuß gehen. Ernsthaft, Charlie? Nein! Also ich find's witzig. So. Normalerweise wären wir jetzt schön mit rübergesprungen, aber da eine gewisse wären wir Person. Nicht. Da sind keine Schienen mehr. Ja, nee, du wärst aus der Kiste rübergesprungen. Mit dem Schwung das der Kiste. Das schaffen wir auch so. Ich hätte auch weitergehen können, so ist das nicht. Entschuldigung.
Ich habe die schlechte Gewohnheit, immer gleich auf Kisten raufzuspringen, wenn ich sie sehe. Nein, sie kippt um, nein! Irgendwie ist das nicht gerade gewesen. Mana-Kugel gefunden. Was macht die Mana-Kugel denn? Mana. Die Mana-Kugel erhöht das. Achso, verbindet sich mit anderen Mana-Zaubern. Ja, okay. Nein! Diese schöne große Flanke. Oh. Ja, gut. Hör. Oh! Tada! Oh, ich bin so gut. Beste Magier aller Zeiten. So, was macht die Mana-Kugel? Kugel? Mana-Kugel, die gibt dir einfach 2% mehr Mana. Ich hatte bis jetzt nie Mana-Probleme. Scheiße. Ich glaube, ich nutze sowieso nie Mana. I'm dead. Schari allein. Schari allein in the house. Bin doch, so für deine Special-Angriffe benutze, glaube ich, auch Mana. Also bei dir heißt es dann wahrscheinlich Ausdauer, aber... Kann ich auf der anderen Seite hoch? Nee, aber du kannst auch weitergehen. Special-Angriffe? Ja, den mit dem Hammer zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, das macht nichts. Zumindest hätte ich es noch nicht bemerkt. Ja? Ne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Alter. Ich bin nicht der Zauberer. So, ja. Und wie soll ich jetzt hochkommen? Was meinst du, Juli? Überlebt sie es oder überlebt sie es nicht? Ich glaube, sie stirbt. Ich auch. Spätestens da, wo jetzt die Dinge... Mach doch einfach ein Loch rein, dann fallen die runter. Ich sag, sie ist sowas von tot. Ja. Nein. Nein, ich glaube doch nicht. Ich rutsche gerade mit den Kugeln. Schubst doch einfach irgendwie runter mit den Teilen. Die können springen! Die Arschlöcher können springen! Guck, und da ist der erste schon unten. Aha. Und der zweite ist auch tot. So, jetzt also. Das dauert jetzt erstmal wieder. Wow, riesige Kiste, die ich je gesehen habe. So groß! So, Was machst du denn? Ach so, ja, okay. Ich bin ein schlaues Kind. Die Stimme dazu, ich bin ein schlaues Kind. So, und jetzt halte ich da runter, genau da. Nein. Hab Brücke gemacht. So, wir sind gleich da. Ja, sie holt uns gleich wieder. Gib ihr noch 2 Wochen. Hey, I'm back. Meins, bitte meine nächste Attacke. Ja, Schwebeplatte. Oh, richtig! Oh nein, das wird noch so ätzend mit denen. Wir haben einfach nichts anderes als die Schwebeplattform hatten. Kann ich mich irgendwo festhaken oben? Nein, kann ich nicht. Tada! Die kleine Frage, Tada! Kann ich die auch kaputt machen? Nein, aber du fliegst runter. Ach, du kannst nur eine, ne? Ja. Ich bin übrigens schon tot. Okay. Achso, ich kann das Ding ranziehen, wie ich gerade ist. Oh, danke. Da war er. Oder war er auch nicht? Oh, da oben sind. Ja, ist okay. Ich häng nicht ran und dann. Nein, jetzt fällt sie gleich runter. Nicht hinziehen mit Pfeil und so. Sonst fallen hier nichts. Häng nicht ran. Ach ja! Nee, das geht bei dir nicht. Doch, das geht bei der. Nein, das geht bei dir nicht. Doch, das geht bei dir. Das geht gerade nicht. Ach so, weil ich sie noch nicht geupdatet habe. Ja, sag ich doch, da. Das geht bei dir nicht. Dankeschön. Dafür habe ich nicht genug. Gut, dann müssen wir so da hochkommen. Genau. Oh, sehr nice. Okay, gut. Das lief doch schon mal ganz okay. Also einsteigen. Oh, funktioniert gut. Ich dachte, jetzt ist schon gleich Ende runter. Habe ich auch schon gedacht. Oh. Nein. Vielleicht warte ich einfach mal auf die Plattform. Das war ein Fleck. Achso, springt noch mal einer zurück? Charlie. Du bist einfach. Ich habe einfach eine verdammt hohe Sterberate, kann das sein? Wieso ich? Weil du die Planke draufgelegt hast, das funktioniert nicht. Mann, ich werde sterben, egal was ich tue. Und sie lebte glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Was ja. Relativ schnell kam. Ups. Charlie, ich wollte gerade sagen, du guck mir doch mal die Plattform runter, dann kannst du mich retten, aber...
Okay. Suizid! Yay! Yeah! Yeah. Kinder, das ist immer die Lösung. Dann sterben wir gemeinsam. Okay. Unfreiwillig. Nein! Hallo? Irgendwie kann ich sie jetzt nicht mehr in die Hand nehmen da. So, wir brauchen die... Nein, Charlie. Ja, das war, weil ich zu weit gezogen habe. Nein, Charlie. Nimm doch einfach die von unten und zieh sie hoch. Da habe ich schon die Planke aufgehauen. Da hatte ich keine Lust mehr zu. Alle auf einmal! Ja, bevor die... Irgendwie war da ein Loch. Wusstet ihr das? Ja, habe ich gesehen, tatsächlich. Da sind übrigens Zombies. Ich hasse das Ding. Oh, ich kann upgraden. Okay, Enno macht schon. Nein, ich helfe mit. Hey, der Laufstieg. Ich auch. Ich habe einen Stein, mit dem ich die niederhauen kann. Oh, ich bin runtergefallen. Macht aber nichts. Hier unten ist auch eins. Mein Stein weg. Sehr nice. Oben ist auch noch einer. Ja, ja, warte mal. Ich finde meinen Stein nicht mehr. Jemand hat meinen Stein zerstört. Fuck it. Hallo, andere Richtung. Danke schön. Da komme ich nicht hoch. Ich dachte gerade, es war ein totes. Hallo. Warte, ich mache jetzt mal Aufstieg. Ich habe ja jetzt wieder 3 Punkte. Was soll ich denn zuerst machen? Liebe kann ihren Bogen fast sofort laden. Oder verursacht Feuerschaden durch ein Flammenmeer, falls der Pfeil sein Ziel verfehlt. Ist genau meins. Das passiert ja öfter mal. Dass dein Ziel verfehlt. Boah, von ganz oben nach ganz unten zum Kotzen. Ja. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Ende. Ja. Das war so ätzend. Ich werde einfach nur tot sein. Ja, das ist... Spoiler doch noch mehr. Das war doch kein Spoiler. Es wird ein Ende geben? Oh mein Gott. Es wird ein Jetzt Ende Jetzt hast du mir das Ende verraten. Nein, ich Charlie. Nein! Oh, Alter, gerettet. Das war auch mehr Glück als Verstand. Ja, nice. Wir fallen! Ihr müsst nach unten. Da ist eine Kiste. Meh. Da vorne seht ihr das. Na, bei mir konnte man es kurz sehen. Da. Ups. Sehr schön, Schatten. Nein! Ach, keine Angst. Enno kommt nicht mehr hoch. Amulett, was ist das? Oh, man kann währenddessen im Inventar gucken. Erhöht den maximalen Mana um 15, verbindet sich mit anderen Mana-Zauber. Ja, okay, gut. So langsam reicht das mit dem Mana-Erhöhungsding. Jetzt schaffst du ja nicht mehr bei mir rein. Du musst leider mal rüber. Wie schön, dass ihr die Einzigen seid, die euch immer umbringen müsst, weil ihr ohne mich nicht weiterkommt. Suizid ist immer die Lösung, Kinder. Hatte ich gerade irgendwas nur für die Liebe? Macht mehr Suizid! Ah ne, Zauberliebe, gut. Achso, okay. Aber wir haben die Kiste jetzt da unten, oder? Time to say goodbye. Goodbye. Irgendwie schafft mein Bild das nicht zu Enno und zu kommen. Nee, auch nicht. Ich hänge im Stein nur fest. Nur auf der Klippe. Ah, jetzt. Goodbye. My life. Es war so nett mit dir. Oh, das war auch schon das Ende. Gut. Als unsere Helden gen Westen schauten, konnten sie die Dunkelheit erkennen. Wo nichts zuvor war, stand nun ein dunkler, schwarzer Turm. Sogar vor dem Abendhimmel erkennbar. Ein Turm des Bösen. Verstanden, was zu tun war. Der einzige Weg, das Land Weglaufen. Des zu eliminieren Bin dabei. Und den schwarzen Turm zu zerstören. Okay, das war's dann mit dem Let's Play. Für die Kraft des Himmels mussten allerdings die Herzen unserer Helden rein sein. Sind eure Herzen rein? Nein. Meins auch nicht. Stein? Ist dein Herz rein? Nee, meins ist kalt. Ja. Okay. Schwarz. Meins ist raus. Oh, er hat so Schönes, so nahe neben dem Turm des Bösen Bestand haben. Sie waren verlassen und niemand da, der sie willkommen hieß. So, okay, da wir uns alle einig waren, dass wir wegrennen, los geht's. Nein, wir können nicht wegrennen. Nein. Ach, verdammt. Ja, eben.
Ja, lass mich Charlie zuerst gehen. Das war's mit dir. Ja, genau, lass mich zuerst gehen. Warum sagt er, lass mich zuerst gehen? Und ich bin auch noch zuerst gegangen. Ich bringe sie alle um, weil ich es kann. Danke, Charlie, das braucht nicht unbedingt doppelt. Hey. Morgenende. Da oben ist gleich eine Kiste und ich spring daneben. Oh. Was? Folgenende. Ach ja, okay, das ist die Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.